Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Little Nightmares The Hideaway DLC. In der letzten Folge sind wir den Herrn Langfinger genommen, ja gerade nochmal so entkommen und haben uns auch die neue Sicherung geschnappt. Was bedeutet, hier funktioniert jetzt wieder irgendwas? Und ich glaube, wir sollen jetzt erstmal hier den Hebel ziehen. Da passiert einfach ein feuchter Furz. Das ist doof. Warum passiert da nichts? Ach so, alles klar, wir müssen einfach nur reingehen. Hallo. Zäpfchen. Super. Was? Warum? Warum? Warum sind da... Warum sitzen da zwei Puppen im Klo? Das ist kein Whirlpool, Mann. Und die Klopapierrolle, Alter. Die Klopapierrolle des Todes. Ja, ich kenne dich noch. Ich kenne dich noch, Freundchen. Das glaub mal. Hier. Kannst du dich ein bisschen reinsetzen. Hier wieder ein Schuh. Ein bisschen Müll, aber ansonsten nichts. Gut. Was sollen wir jetzt hier machen? Sag mal, wohin verschwinden eigentlich immer die Zäpfchen? Das würde mich ja mal interessieren. Die stehen da immer und verschwinden dann immer plötzlich. Aber du siehst nie wirklich immer, wohin. Komm ich hier durch? Ach so, die sind wahrscheinlich hier. Hier sind sie wahrscheinlich durch. Alles klar, okay. Hier ist wieder so ein Henkel. Okay. Da rappelt es wieder im Karton. Ich verstehe. Ist das hier, oder? Guten Tag. Oh, die sind voll süß, Mann. Ich will so eine kleine Figur, wirklich. Ich möchte so eine... Vielleicht kennt ja jemand eine Seite, wo man so kleine Figürchen davon kaufen kann. Da müsste ich eigentlich... Kann ich ja mal selber gucken. Ich will echt so eine haben, wirklich. Wo sind wir hier eigentlich? In der Verwaltung, oder was? Es könnte auch Ollivanders Zauberstab, Laden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, guck mal. Da malen doch diese kleinen, die kleinen Zäpfchen die Bilder. Cool. Voll geil. So. Ich versuche mal hier jetzt irgendwie hochzukommen. So, wenn ich das jetzt hier so einmal hoch da und hier einmal hoch. Madison, ich frage einfach mal nicht, ja? Kann ich das in die Hand nehmen? Ja gut, wollte ich eigentlich auch nicht. So, da mal wieder runter. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Wo müssen wir hin? Ah, guck mal. Ich bin auch dämlich. Hier, die Kiste. Die können wir jetzt sicherlich hier einmal hinziehen. Und dann können wir den Hebel ziehen. Ist übrigens der Bruder von Tinkerbell. So. Ja, das ist... Wow. Das hat's echt gebracht. Das hat's wirklich gebracht. Du, muss ich wirklich zugeben? Das war schon der Wahnsinn. Kann ich da vielleicht irgendwas... Was müssen wir überhaupt machen, Mann? Vielleicht irgendwas durch die Tür durchbekommen? Ich schau mal eben ganz kurz, ja? Ach, ich komme gar nicht mehr zurück. Ich komme ja gar nicht mehr zurück, okay. Vielleicht kann ich mir einen von den kleinen Zwergen da schnappen und dann... Mal sag ich Zwerge, mal Zäpfchen, mal sind's Gnome, mal... Ach, keine Ahnung. Was ist denn hiermit? Kann ich das nicht... Vielleicht können wir ja zu den kleinen Herrn Kollegen da einmal hochklettern. Das müsste ja eigentlich funktionieren, oder nicht? Ich versuch's einfach mal. Ah, warte, warte, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Die Kiste. Wir müssen die. Oder kriegen wir die über diese Schwelle rüber? Geht das? Ich denke nicht, ne? Nein, leider nicht. Ah, ist blöd. Ich dachte, jetzt können wir die Kiste da vielleicht einmal vorziehen und dann, können wir da hochkraxeln. Aber so einfach ist es wohl einfach nicht. Ist es wohl nicht. Oder... Oh, noch eine geile Idee. Vielleicht hier hinziehen und dann darauf springen. Das könnte rein theopraktisch funktionieren.
wenn das Teil nicht abhauen würde. So, kommst du wieder? Oder können wir nicht hier einfach? Ach, das geht auch. Das scheint also auch zu funktionieren. Okay. Oh, warte. Ja, ich verstehe schon. Warte mal. Hier kommen wir nicht weiter, ne? Okay, warte. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Pass mal auf, jetzt müssen wir kurz warten. So, und jetzt? Der wackelt ja immer nur so ein Stückchen hin und her. Guck mal, jetzt geht er nach da. Und wenn das Schiff gleich wieder sich nach links schwenkt... Na gut, der ist jetzt nicht sonderlich weit gerollt, aber... Oder einfach hier ran. Das müsste eigentlich gehen. Erstmal kurz gucken. Jetzt rollt er da ran. Gut, okay. Wenn er jetzt aber ein Stückchen... Wenn er jetzt bis hier rollt, dann ist das super. Dann können wir da rüberklettern, aufs Teil rauf und dann zu ihm hin. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber... Vielleicht können wir ja mitmalen. Weiß ich nicht. Jo, das scheint zu funktionieren. Super, gut. Lass dich lieben! Liebe! Jetzt läuft er die ganze Zeit rum. So. Ich muss schon sagen, das sind jetzt zwei DLCs, ne? Ich denke mal, dieses hier wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, ein DLC kommt, glaube ich, noch, ne? Eins kommt vielleicht noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das dann auch noch draußen ist, dann hat es ja schon fast die Länge vom Hauptspiel, ne? Fast, fast. Nicht ganz, aber fast. Und das finde ich schon echt cool. So, einmal stehen bleiben hier. Yo, super, geil. So, komm, einmal rüber. Ach, das Schiff schaukelt immer ein bisschen anders, ne? Schaukelt immer unterschiedlich. Mal ein bisschen mehr nach rechts, mal ein bisschen weniger. Ich verstehe schon. Aber ich glaube, wir können auch so rüberspringen, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Los, komm. Jetzt rollt er wieder ein Stückchen. Und ich hüpfe darüber. Hallo. Liebe. Der muss sich auch total vergewaltigt fühlen. Kommt plötzlich ein Typ von hinten. Du bist da, weißt du, bist da so am Malen, ne? Hast keine bösen Sorgen oder so. Und dann kommt plötzlich so ein Typ von hinten so. Oh, Liebe. Der vertraut uns jetzt, ne? Was hat er da eigentlich Schönes gemalt? Komm mit. Verschlepp dich. Die können wir jetzt sicherlich mitnehmen. Da kann er sicherlich jetzt für uns einmal den Hebel ziehen. Das müsste eigentlich gehen. Sonst fange ich gleich an zu blähen. Igitt. So, kommt er da hoch? Können wir den so weit werfen? Geht das? Jo, klar, kein Problem. Aber er ist ein bisschen zu leicht, ne? Wir brauchen mehr. Hängst du da, wartest du da eben? Das wäre sehr nett von dir. Ich sagte, das wäre nett. Du mich auch. Den einen müssen wir wahrscheinlich... Den müssen wir... Nein! Den müssen wir jetzt irgendwie bekriegen, ne? Der ist schlau. Ey, Kollege, komm mal. Soll halt ein Witz sein, ey. Komm her! Komm her! Ich versohle dir den Arsch! Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller, ne? Ja! Liebe! Super! Ist hier noch einer unterwegs? Irgendeiner? Mit irgendeiner? Ich glaube nicht, ne? Warum mache ich die Taschenlampe an? Ich habe keine Ahnung. Ach so, hier ist noch einer. Komm mal her! Liebe! So. Das hätten wir dann. Also, Männer. Ja? Ich habe einen Auftrag für euch. Ich habe einen Auftrag für euch. Ihr müsst verdammt nochmal an diesen blöden Hebel ziehen, ja? Und enttäuscht mich nicht. Glaubt mir, die ganze Welt, die gesamte Welt, vertraut nur auf euch drei. Also, haltet euch ran. Strengt euch an. Ansonsten gibt's, Gehaltskürzung. So. Einmal hoch mit dir. Und der nächste ist ja wie ein Sportunterricht hier. Naja,
Und hoppa, Randa. Und der nächste und letzte. Und super, Alter, ihr seid geile Typen seid ihr, richtig geil. So, einmal die Kiste drunter. Ich dachte ja zuerst, man muss die Kiste vielleicht benutzen, um, um vielleicht daran zu kommen, aber sowas dann anscheinend doch nicht gewesen. So, was sollen wir denn jetzt hier machen? Die Klospülung betätigen oder was? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht den, vielleicht den Tisch hochwerfen, ne? Komm mal her, ich brauche mal einen von euch. Den haben wir einfach nur dagegen gesplattert. Was war das denn? Sag mal, kann das sein, dass hier irgendwie alle so ein bisschen, weiß ich nicht, Jedi sind? Also der Langfinger-Gnom, der hat Machtkräfte, das wissen wir inzwischen schon seit der Hauptstory. Er jetzt anscheinend wohl irgendwie auch. Was ist da los, Alter? Was ist da los? Nö, da kommt er nicht ran. Oder, ich weiß, wir brauchen einen von denen und dann fahren wir gleich wieder runter und können wir den Hebel umlegen. Kann das möglich sein? Ich nehme mal alle mit. Und das Klopapier. Weiß ja nie, kann ja sein, Klopapier brauchst du eigentlich immer. Deswegen, so, du da rein. Guck mal, die bleiben da auch extra drin, ne? Und du kommst auch nochmal her. So, wir machen einen kleinen Ausflug in den Vogelpark Walsrode. So. Ist natürlich gelogen. Es geht jetzt in den Grabbelpark. Zu Herrn Langfinger-Gnom. So. Guten Tag. Einmal ausgestiegen. Du kommst her. Guck mal, die Klopapierrolle, die kannst auch kaum erwarten. Die ist so aufgeregt. Bisschen Lobob. Randa, sagte ich. Yo. So, Männer. Kommt mit. Was macht der andere, der... Schafft er das? Ach, die Tür bleibt dauerhaft offen. Okay, das ist gut. Alter, jetzt sind wir endlich wieder hier, ey. Sehr schön. Und dann haben wir gleich wieder ein paar mehr Arbeitskräfte. Unbezahlt natürlich, ne? Unbezahlte Arbeitskräfte. Ey, du da! Warum arbeitest du nicht? Gehaltskürzung! Jetzt geht das Ding ja richtig ab hier, Alter. Was da los? Da komme ich nicht ran, ne? Und laut ist das hier. Hier, genau, die Leiter konnten wir noch hoch. Da wollte ich auch noch mal schauen, was da jetzt ist. Vielleicht kommt hier jetzt ja das nächste Level, wenn ihr versteht. Weil ich glaube, ich habe so die Vermutung, dass wir einmal jetzt auf der rechten Seite das Level hatten, aber wir auch das linke, also wo wir jetzt gerade hingehen, auch hätte machen können. Also man kann sich aussuchen, was man zuerst machen möchte. Finde ich ganz cool. Wenn es denn so ist. Na, wenn es denn so ist. Hier geht eine Treppe hoch. Bäh. Oh, Puppen schon wieder, Alter. Ich ahne schon wieder Böses. Oh nein, nein, ich möchte nicht. Ach, das sieht ja auch super aus. Guck mal, die hängen da oben ein bisschen ab, wie es scheint. Ich glaube, wir kommen wieder ins Territorium des Langfinger-Gnomen. Okay. Hier scheint der Boden ein bisschen instabil zu sein. Wie läuft der Typ eigentlich? Guck mal, der läuft wie so eine Elfe. Wie so eine Ballerina. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt eigentlich ein Junge? Ist das ein Mädchen? Ist das ein Transgender? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Muss ich hier vielleicht... Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Nein! Nicht du, geh weg! Sei nicht dumm, kehr um, bitte. Oh, nö. Oh, dieser Mann. Das finde ich allerdings ein bisschen schade. Da hätte ich mich echt gefreut, wenn sie vielleicht nochmal einen neuen Charakter erstellt hätten. Weißt du, der so hier vielleicht, weiß ich nicht, unten im Maschinenraum so ein bisschen unterwegs ist, der, weiß ich nicht, Dinge macht. Arbeiten zum Beispiel.
Ja, moin! Ja, das war mal wieder so ein richtig intelligenter Move von mir gerade gewesen, du. Ist schon geil. Ist schon Wahnsinn, du. Ist schon echt, ja, kann man machen. Kann man machen. So, ich trinke noch mal ganz kurz eben was. Sollte ich eigentlich überhaupt nicht machen. Ich bin so schon total aufgedreht, merkt man wahrscheinlich. Gut, Freunde, aber ich würde, glaube ich, an dieser Stelle sagen, ich verabschiede mich erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Und träumt gut. Euer Tobi.